She hate and see me as a bastard. Ladies think I'm charismatic. Got cheese at Wallace and Gromit. Bought your girl a gin and tonic. Funny how this music is my life and now I'm living off it. Grüßen, dann kommen wir mal zu den Anlagenteilen. Ja. Zum hier. Der Audio System DSP finde ich der beste DSP, weil es ein 12-Kanal-DSP ist mit 8 Eingängen. Also wenn dein Autoradio, dein Head-Unit 8 Ausgänge hat, gehst du damit direkt an den DSP. Der verteilt das Ganze auf 12 Kanal, also heißt 3 Wege Front könntest du machen, 2 Wege Rear und 2 Kanal Subwoofer. Ja, 2 Kanäle Subwoofer und du wärst durch. Aber was dieser DSP halt wie gesagt hat, willst du noch mehr Kanäle? Also willst du echt ein komplettes Wohnmobil oder irgendwas mit ausstatten oder eine riesige Anlage, eine 7.1 Anlage machen und willst sie auch einzeln trennen alles, kannst du davon 2 Stück linken. Das geht nur bei dem. Also ich kenne keinen DSP, ich habe sämtliche DSPs mich jetzt darüber informiert, ich hatte auch schon sämtliche DSPs und der ist ja so die Abkupfervariante vom Mosconi und der Mosconi ist ein super DSP, den hatte ich schon gehabt. Also auf 24 Kanäle, wenn du dann kommst, da kannst du auch rein theoretisch, was weiß ich, wenn du ein riesen Subwoofer-Projekt hast, auch 14 Kanäle nur an Subwoofer machen oder je nachdem, wie mal Bock hat. Dann meine absolute Lieblingsstufe hat jetzt nicht die Welt an Leistung, wenn man sich die Amis mal anguckt mit 20.000 Watt Anlagen oder keine Ahnung. Die wirft im Maximum mal so 3 kW raus, aber ist halt Class AB und das ist ein ganz anderes Hörerlebnis als Class D Stufen. Ist einfach Fakt. Und die hat Power ohne Ende, also die hat Druck. Wie gesagt, ich hatte die schon häufig, ich hatte schon 2 davon. Ich hatte auch an sämtlichen Subwoofern einfach grandios das Ding. Ohne Scheiß. Und wenn du die leise machst, nutzt die nur die Class A. Das ist heftig. Und dann hört die sich hundertprozentig an. Okay, dann zu den Lautsprechern. Wären meine absoluten Favoriten die hier. Flux. Machen tun die ja sowieso alle dasselbe, aber die sehen halt gut aus, finde ich. Focal, wie gesagt, ich hatte mal das KX3-System auch. Das ist auch hammermäßig vom Sound. Klar, vor allen Dingen die Hochtöner, wie sie machen, dass die so eingewölbt sind. Es gibt einen ultra geilen Sound. Ich finde das Ding hammer. Würde ich mir einbauen. Das direkt habe ich jetzt auch noch nicht getestet, würde ich aber machen. Und wenn ihr heftig einkauft darüber und vielleicht selber euch mal ausprobieren wollt, vielleicht habt ihr ein bisschen zu viel Geld und sagt, ja, ich mache ein Projekt, dann kauft es gerne über den Link. Dann kann ich mir vielleicht auch über kurz oder lang diese Anlage leisten. Nächste Sache, JL Audio 12W7. Hatte ich auch schon. Ich hatte schon mehrere von denen. Einfach nur im Bassreflex. Ich hatte mal das HHO-Gehäuse, wenn das jemandem was sagt. Also du kannst auf, keine Ahnung, 50 Meter oder so Leuten die Teller im Schrank wackeln lassen. Mehr sage ich dazu nicht. Hammergeiler Woofer. Wichtig bei einem Woofer ist mir, da mache ich auch nochmal ein separates Video dazu, wenn der klingen soll, dann liegt das schon mal viel an der Membran und an der Sicke vor allen Dingen. Wenn das eine Schaumstoffsicke ist, Gummisicken sind so, ja, die sind punchy, aber also die knallen dir richtig in die Brust, aber nicht weich und sanft und klar vom Sound. Das merkst du an der Gummisicke voll. Nächstes. Fürs Rear-System hätte ich geplant, wäre ein Flux 2-Wege-System von Focal. Dann Head-Unit,
jetzt einfach mal irgendeine rausgesucht. Ich war früher immer der Alpine-Fan, aber ich muss sagen, seitdem ich Pioneer mal gehört habe, habe ich mir einfach eins aus dem Expert geholt. Und Alter, sind die klar. Die sind klar in den Höhen. Alpine ist eher so für mitten. Und mitten ist so, ja, es ist laut, klingt gut, aber es ist halt nur mitten betont und Höhen betont ist halt ultra geil. Geht jetzt auch, ist leistbar, hat alles, was ich brauche, spielt normal FLAC ab. Kannst USB anschließen, Bluetooth verbinden, passt. Dann zu den Stufen. Ich habe viele Stufen angeguckt. Und ich muss sagen, was mich am meisten reizt, sind die Twister. Sechs Kanal fürs Frontsystem, ganz einfache Geschichte. Dann kannst du die nämlich auch einfach anfeuern, ohne Weiche. Vier Kanal fürs Rear-System, passt auch. Und hier auf Masori, MT Audio bekommst du sogar noch neu. Dann, was Subwoofer-technisch natürlich nochmal eine andere Klasse wäre, den würde ich mir gerne mal konfigurieren selber, weil wenn du zu DD Audio direkt gehst oder zum DD Händler, kannst du bestimmen, wie die Farbe von dem Logo hier ist, ob du das alte, ob du das neue nimmst, wie die Farbe von der Dustcap ist, wie die Farbe von der Membran ist. Ja. Und da haben sie einiges an Auswahl auch da. Und das ist ein geiler Woofer, ey. Ohne Witz. Auch natürlich Schaumstoffzicke und 18 Zoller. Also ich hatte einen 18 Zoller mal, nee, ich hatte sogar mehrere. Die Sundown hatte ich, aber die haben mir zu arg geknallt irgendwie. Ich hatte auch die 13 W7 hatte ich mal in einem Bandpass. Ist auch in Ordnung. Den würde ich sowieso, glaube ich, in Bassreflex bauen oder Sixth Order, je nachdem, weiß ich noch nicht. Bassreflex wahrscheinlich am ehesten. Ja. Und den Solo hatte ich mal von Kicker. Der war Hammer. Ist sogar noch ein bisschen größer wie 18 Zoll durch die vier Ecken, aber ja. Zum Subwoofern mal ein extra Video. Dann, was ich noch jedem ans Herz legen kann, so als Geheimtipp, die App Speakerbox Lite für alle, die ein Apple-Handy haben. Ein iPhone. Du kannst halt, also klar, die meisten, die nehmen jetzt WinSD, als kostenlos ist und eigentlich auch gut funktioniert. Bin aber nie so mit klargekommen. Ich wollte es lieber als App, weil du kannst halt einfach überall, egal wo du jetzt mal warten bist, sag mal, du hast irgendwie einen Arzttermin, wartest jetzt gerade und was mache ich jetzt? Ach, ich berechne mal fixen Subwoofer. Oder du wartest auf dein Essen im Restaurant, was mache ich jetzt? Ich berechne mal schnell einen Subwoofer, weil ich keinen Bock habe, mich mit meinem Gegenüber zu unterhalten. Oder, keine Ahnung. Überall, wenn du wartest. Das war natürlich ein Schatz. Man sollte sich schon lieber mit dem Gegenüber unterhalten. Jetzt habe ich den Witz versaut. Egal. Noch eine App, und zwar die Kicker U, ist cool, wenn du nicht weißt jetzt genau, wie viel Ohm kommen denn dann raus, wenn ich das verkabel. Und du willst jetzt auch nicht austesten, sondern du willst nur vorkalkulieren. Machst du die KKU-App auf, die gibt dir die hat einen Reiter, den du anklickst für Boxen. Wo ist es denn? Subspecs. Wiring Wizard, genau. Dann gibst du an, wie viele Subwoofer, auf wie viel Ohm willst du rauskommen. Und ja. Hat Single Voice Coil, Dual Voice Coil und die Einzelimpedanzen. Und dann zeigt es dir raus, wenn du so und so wirest, also wenn du es parallel oder in Serie wirest, was dann bei rauskommt. Ja, Powerwire Kalkulator, Tongenerator ist noch mit dabei. Und sogar ein Tuning Frequency kannst du ausrechnen, Port Dimension. Ist geil, die App. Also, ich habe sie jetzt schon ewig und die ist echt der Hammer. Dann, filmt ist das Ganze mit dem iPhone XR, wer vielleicht auch Bock hat, günstig YouTube durchzustatten, ist easy, drehst hier ein Video auf dem Ding, 267 Euro. Ich habe es jetzt schon seit 2019, das hat mich nicht enttäuscht bis jetzt.
Und das sind jetzt auch 4 Jahre, fast fünf. 19, 20, 21, 22, 23, ja, fast 5 Jahre. Jetzt im Sommer dann, das ist ein Top-Handy. Ist so. Kannst sogar in 4K filmen, passt. Geschnitten wird das Ganze, wie man sieht, hier auf einem MacBook Pro 13 Zoll. iMovie reicht völlig für alles. Habe ich bis jetzt meine kompletten YouTube-Videos mitgemacht. Passt einfach. Okay. Ja, das war's. Auf bald. Now anyone can win, it's an actual fact. Anyone. Practice, practice, master the craft.